und alles rings um WLAN, das werden wir jetzt besprechen. Und ich begrüße Kai Lorenz. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. WLAN, da steht englischer Begriff für Wireless Local Area Network. Marketingchef Versatel Deutschland. Herr Lorenz, guten Abend, herzlich willkommen. Sie nicht zuletzt zu Gast bei uns, weil Sie finanziell dazu beitragen, dass der 32. Real Berlin Marathon stattfinden kann. In welcher Form? Wie sind Sie dabei? Wir haben uns was Schönes einfallen lassen für die Läufer. Wir belohnen die Läufer, die ins Ziel kommen, indem sie von uns einen speziellen Preis angeboten bekommen für unsere Leistungen. Da haben wir uns ein tolles Angebot einfallen lassen. Und es gibt auch noch einen kleinen Gimmick unterwegs. Diese WLAN-Einrichtung, wenn ich mich dafür entscheide, irgendwelchen Einfluss auf die Kosten? Bei uns wird es zugebucht als Modul. Also ich habe meinen normalen Vertrag, zum Beispiel den DSL Flatrate 2000 mit 34,99 € pro Monat. Und ich entscheide mich dann dazu, dieses WLAN-Modem zu nutzen. Dann zahle ich pro Monat 3,99 € zusätzlich und das ist dann. Jetzt muss ich mal gucken. Versatel steht da dran. Hallo, und da können Sie uns vielleicht helfen. Wer ist das? Ja, das ist unser Held, unser Freund. Das ist der Flatrater. Das ist der Flatrater. Guten Abend. Ja. Und was will uns der Flatrater sagen? Helfen Sie uns, das zu verstehen? Der Flatrater kämpft im Auftrag von Versatel für faire und transparente Tarife in der Telekommunikation und im Internet. Der Betrieb von innovativer Videotelefonie, von IP-Telefonie, von WLAN-Infrastruktur draußen auf dem Grün, das lässt sich einfach überhaupt nicht vergleichen mit dem herkömmlichen Einsatz der Technologie in einer festen Umgebung. Und deshalb sind wir als offizieller IT- und Telekommunikationspartner der BMW International Open sehr froh und stolz darauf, dass wir unseren Beitrag leisten können, dass hier vor Ort alles rund läuft und dieses Spitzen-Event auf dem Niveau stattfinden kann. Traffic Resources worldwide are not endless. And cloud is, from our perspective, definitely one solution, one scenario, how you can address sustainability. Ganz wichtig dabei ist, dass ich natürlich für all das, was ich aus der Cloud beziehe, optimal in die Cloud angebunden bin. Ja, und da setzen wir im Bereich Infrastructure as a Service halt sozusagen Applikationsbeschleunigung, die Technologie von Riverbit ein, damit der Kunde, so wie er bisher im eigenen Netz mit seiner Rechenleistung zufrieden ist, auch über die Cloud mit dem, was aus der Cloud bezieht, von der Performance her super zufrieden ist. Wie Big Data die Welt verändern wird und wie sie auch vor allem dadurch besser wird. Heute ist es so, ich stelle an einem Freitag, keine Ahnung, auf Facebook eine Frage an meine Konsumenten, kriege übers Wochenende 1800 Antworten, verdichte die am Montag über einen Werkstudenten oder irgendjemanden als Absolventen, der sich mit auskennt, und habe dann am Mittwoch spätestens für die Geschäftsführung meine Vorlage und sage, guck mal hier, das sind die Trends, das machen wir.